So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Immer noch bei der Spezialforschung, immer noch Ramses nach der legendären Bierstunde. Und wir sind jetzt hier angelangt beim Kapitel 3. Wir drücken mal wieder den Text durch und sehen hier: Mache einen Schnappschuss von Krakilo, lande 3 großartige Würfe hintereinander, verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Da wollen wir den Kumpel gleich mal wechseln. Wir haben hier jetzt noch das Milotic drin. Wir gehen einfach mal spaßenshalber auf Carbador. Wir nehmen auch mal hier einen Shiny Carbador. So, das braucht nämlich nur 1 Kilometer. Das geht also fix. Tipp mal einen Enton hier an. Vielleicht schaffen wir auch die 3 großartigen Würfe hintereinander. Das war schon mal nichts. So sollte man es nicht machen. Da haben wir den ersten. Wunderbar. Wenn es jetzt rauskommt, können wir gleich den zweiten noch drauf machen. 1, 2. Nee, es bleibt natürlich drin. 5 Pokémon vom Typ Wasser. Da habe ich also noch eine zweite Aufgabe. Wir nehmen mal das Visor und probieren es beim Visor genauso. 2 von 3 großartige Würfe. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch ein Pokémon, denn das bleibt bestimmt auch drin. Ja, leider. Oder haben wir hier noch was in der Aufgabe drin? Boah, Professor, was ist mit dir nicht richtig? Nee, da ist nichts mehr da. Wir suchen auf jeden Fall jetzt noch mal ein Pokémon. Wir machen dann gleich noch einen Schnappschuss von Krakilo. So, da ist jetzt ein Wablu aufgetaucht. Wollen wir es wirklich mal probieren beim Wablu mit dem letzten großartigen Wurf? Da ist es natürlich die Serie gerissen. Das war ja wieder mal nichts. Wir warten mal, bis es runterkommt. War auch nur gut. Hey, aber da habe ich wenigstens eine Aufgabe drin mit lande 2 gute Würfe. Wir gucken mal, wir werden mal 2 jetzt abschießen und uns dann melden, wenn wir noch einen dritten Wurf haben bei großartig. Den Stop drehen wir auch nochmal. Können ja immer Geschenke mitnehmen. Das ist ja richtig genial. Das ist die Caritas Gas. Kennt ihr ja alle natürlich vom Community Day. Aber wir können eigentlich mal den... Boah, jetzt hätte ich fast genießt. Ne, das Evoli nehmen wir noch mit. Dann können wir eigentlich gleich die Fotobomb. Ne, den, wie heißt es denn? Krakilo fotografieren einfach. Wir können einfach mal ein Bild von Krakilo machen, nachdem wir hier das Evoli 1 und verkackt. Das ist egal. Ach Evoli, was machst du denn? Jetzt wünsche ich mir oben so einen Fluchtbutton, wo man einfach zurückgehen kann, um Zeit zu sparen. Mit einer Hand ist das wirklich richtig räudig. Wir machen aber mal kurz einen Screen von Krakilo. Dafür stellen wir euch mal hier hin. Ich hoffe, wir belästigen da niemanden. So, gehen wir hier drauf, suchen Krakilo, Gramurks, Gravums. Hier habt ihr Krakilo, also da gehen wir jetzt mal auf das Fotosymbol, machen hier ein Bild, warum auch immer, mach einen Schnappschuss von Krakilo, da kommt nichts, okay, aber ein Pokémon erscheint auf jeden Fall. Wir gehen mal auf die Belohnung, gucken an, was daraus, ein Relaxo. Relaxo ist doch genial, wenn ihr denn nämlich da mit dem roten Ball draufhaut, dann müsstet ihr die großartigen Würfe alle hinbekommen. 3 Stück. Komm, wir machen einfach mal so, freie Schnauze. Zack. Lande 1 von 3 großartigen Würfen. Komm, noch ein hinterher hier. 2 von 3 großartige Würfe. Ihr müsst also gar nicht rumlaufen und irgendwelchen Mist. Macht einfach das Bild von Krakilo und gönnt euch danach das Relaxo. Zack, ihr seht, schon ist die Aufgabe gelöst. 3 großartige Würfe hintereinander. Das Relaxo bleibt trotzdem nicht drin. Jetzt können wir ja mal Nägel mit Köpfen machen. Nehmen wir eine gelbe Beere und einen gelben Ball. Versuchen mal auf einfach fabelhaft zu gehen. Zack. Wenn es jetzt drin bleibt, richtig genial. Dann ist nämlich die Aufgabe fertig. Das Relaxo gefangen, der Schnappschuss gemacht. Die 3 Würfe absolviert. Und dann müssen wir nur noch mit dem Buddy laufen. So, 13,40. Das bewerten wir auch mal. Ja, 2-Sterne-Bewertung ist jetzt nicht so krass. Aber die 2000 Erfahrungspunkte nehmen wir noch mit und müssen jetzt noch 3 Kilometer laufen mit dem Buddy. Der hat nämlich jetzt 0 von 1 Kilometer geschafft.
Wir melden uns zurück, wenn wir die 3 Kilometer voll haben. Bis dahin. Nix. So, da sind wir also zurück. Da drüben ist die Gang, Alter. Da ist ein Pokémon. Was geht ab? Wir gucken mal kurz auf das Carbador. Wir haben nämlich jetzt 800 von 1000 Meter. Wir brauchen nämlich nur noch ein Bonbon, wie ihr seht. 2 von 3 haben wir schon. Jetzt laufen wir mal fix hier vorbei. Es sind also noch 200 Meter, die machen wir jetzt noch hier. Können wir gleich den Stop nochmal drehen. Schönen guten Abend. So, 2 Stops gedreht. Die Jugend hinter sich gelassen, so muss es sein. Und da ist jetzt noch ein Nask, ne, das nehmen wir aber nicht mit. Wir können aber mal das Wablo antippen, vielleicht ist das ja shiny, ist es nicht. Also fliehen wir wieder und gehen unseren Weg durch die verwinkelten Gassen, bis wir die 200 Meter mit dem Carbador noch zurückgelegt haben. 800 von 1000, ja gut, klar, 800 von 1000, wie wir sehen. Laufen wir jetzt mal hier vor, da kommt man nämlich noch mal zur Schere. Oh, da ist es glaube ich sogar schon fertig. Das Carbador hat noch einen Bonbon gefunden. Und das ist wieder die Gang am Start. Hinten, 20.23 Uhr, Carbador hat einen Bonbon gefunden. Da gucken wir mal auf die Aufgabe. 2000 Erfahrungspunkte nehmen wir noch mit. Kapitel 3 also auch gelöst. 20 silberne Sananabären, 3 Sternenstücke und 2000 Sternenstaub. Das war's also von Kapitel 3. Wir sehen uns wieder in Kapitel 4. Schreibt's immer rein, wie weit seid ihr? Seid ihr schon fertig? Bestimmt. Denn der Ramses macht hier nur eine Folge am Tag. Aber in Wahrheit hat er 3 Folgen an einem Tag gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.